Björn hier vom Wolfsmänner Camp, Tag 11. Was wir hier leben in der Wildnis, das ist die große Freiheit. Ja, im Rudel Heddernheim Nord, auf der gemeinsamen Reise, das Tier im Mann wieder zu entdecken. Also dieses Raubtier jetzt. Ja. Oder wie wir in der Gruppe immer sagen, to unleash the animal inside of the man. Also das ist ja im Prinzip das Gleiche jetzt, nur in Englisch halt. Liebe Mitwölfe und Raubrüderhasen, ich denke, man kann sagen, was uns bei aller Unterschiedlichkeit eint, ist diese Freiheit, die wir leben. Ne? Eine große Freiheit, ein Loslassen praktisch. Aber auch ein Loslassen können. Ja, das muss man können, ne? Aber diese Freiheit, die ist es eigentlich. Ja, oder ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, nee, es war eigentlich schon ganz gut gesagt. Ja, ja, ist gut gesagt. Und aber auch das Wilde, gell? Ja, ja, gut. Dieses Wilde, das Ungezähmte, das kommt dann natürlich zwangsläufig. Durch die Freiheit kommt es durch, das ist klar. Nee, nee, kommt nicht erst das Wilde? Vor der Freiheit? Es ist doch erst dieses Wilde, das Ursprüngliche. Und dadurch gewinnt man dann diese Freiheit, die man sich ja praktisch zurückerobert. Ich meine, so wäre es, gell? Bin ich mir direkt sicher. Nein, nein. Erst die Freiheit und durch die Freiheit kommt das Wilde. Ganz automatisch. Du weißt doch, als ich zum Wolf Dieter gesagt habe, du Wilde, du bist ja ein Wilde. Das war ja vorgestern. Da waren wir ja schon 9 Tage hier. Nee, das war am 2. Tag spätestens. Dienstag oder Mittwoch. Also da habe ich zumindest bei mir dieses Wilde schon deutlich wahrgenommen. Ne? Dieses Wilde, das Ungezähmte. Gut, beim einen kommt es vielleicht ein bisschen früher, beim anderen kommt es später. Das mag schon sein, ne? Aber summa summarum. Also ich könnte es bei mir jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Verrückt, ne? Ja, soll ich in der Satzung nochmal nachgucken, wobei ich bin mir direkt sicher, dass... Ja, möchte ich drum bitten, dann schau doch nochmal nach. Ah ja, gut. Hier, Freiheit im Sinne des allgemeinen Freiheitsbegriffes nach § 12 Absatz 29 b... kommt bei wolfartiger Lebensführung laut Wolf-Grundverordnung zur ordnungsgemäßen Entfaltung in direktem Anschluss an und bedingt durch die empfundene Wildheit im Rahmen... Du, da hat er recht. So eine Scheiße, jetzt kann ich gerade von vorne anfangen. Ich möchte mich an dieser Stelle eindeutig und in jeglicher Form von den Inhalten dieses Kanals distanzieren. Ich kann also auch nicht diese Videos, das Abo oder das Aktivieren der Glocke empfehlen. Gut, es ist lustig, aber ich gucke nicht hin.